Hier geht es jetzt um Verona Poth und ihren Fernseher. Unbedingt dranbleiben. Im Boulevardmagazin Brisant im Ersten haben Sie jetzt eine ganz wichtige Frage beantwortet. Was machen eigentlich die Poths gerade? Kann ich Ihnen sagen, die sind umgezogen mit Sack und Pack. Und zwar von Düsseldorf nach Meerbusch. Endlich wissen wir das. Die ARD, also Brisant, hat nämlich dazu kürzlich einen langen Beitrag gemacht. Der Weg dahin war ein langer. Wir haben die Poths mehr als ein Jahr lang begleitet. Ja, mehr als ein Jahr lang begleitet. Wow, das klingt total exklusiv, ist aber totaler Unsinn. Im ZDF lief fast gleichzeitig das hier. Der Traum vom Eigenheim. Auch Promis träumen ihn. Verona Poth zum Beispiel, sie hat jetzt ein eigenes Haus mit riesigem Garten. Mit riesigem Garten? Ja, dann muss das öffentlich-rechtliche ZDF natürlich auch einen Beitrag machen. So gut 9 Minuten lang, in der ARD waren es gut 6 Minuten. Zur fast selben Zeit und aus demselben Material geschnitten. Düsseldorf, beste Lage, 600 Quadratmeter Wohnfläche. Wo gerade noch unglaublich viel Gras wuchs. Noch ist viel zu tun, das Haus ist gerade mal entkernt. Die Bausubstanz ist zwar gut, aber aussehen tut das Häuschen noch nicht so ganz wie gewünscht. Ach, das ist so spannend. Die Poths dürfen da ihre Kinder in die Kamera halten. Hier hänge ich die Lampe hin, ungefähr. Und so total happy sein. Es kommen hier noch einige Sachen. Und die tollen Texte, die sie sich ausgedacht haben in den Redaktionen. Doch in welchem Grauton ist das Haus am schönsten? Familie Poth bleibt eben Familie Poth. Grau ist doch irgendwie grau. Die erste Planung ist verblüffend. Promis sind auch nur Menschen. Und dann ist da noch dieser krasse Streit zwischen der Verona und dem Franjo. Die Fernseher-Vorrichtung ist hier. Fernseher? Ja. Wie Fernseher? Dort in dieser Nische wird ein recht großer Bildschirm installiert. Nee, jetzt echt, Franjo, wieso denn? Nee, jetzt ohne Witz. Ein Fernseher in der Küche. Ach was, ein Fernseher in der Küche? Das wirkt ja, als hätte die Verona da gar nichts von gewusst. Dann schalten wir doch mal kurz um. Hier bauen wir dann den großen LED-Fernseher ein. Was, ein Fernseher in der Küche? Fernseher in der Küche. Wichtig ist, dass die Kinder... Moment, der Fernseher. Da muss mein Mann irgendwie auch mal hier angerufen haben, irgendwie. Weil ich würde ja nie einen Fernseher in der Küche einplanen. Jetzt also hast du dich verraten. Also hat er hier angerufen für einen Fernseher? Boah. Voll überraschend, ne? Und im Internet findet sich noch diese überraschende Szene. Und jetzt sagt der Mirko zu mir, schau mal, da ist der Fernseher. Toll, ne? So authentisch diese Poths. Ein ganz natürliches Paar. Und wenn die Verona dafür bezahlt wurde, wie oft sie Fernseher quakt, dann hat sie schon ganz gut verdient. Ein Fernseher in der Küche. Fernseher in der Küche. Fernseher in der Küche. Fernseher. Fernseher in der Küche. Fernseher. Moment, der Fernseher. 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 Da ist der Fernseher. Na, keine Bange. ARD und ZDF haben die Poths natürlich nicht dafür bezahlt. Nein, nein. ARD und ZDF haben den Promi-Reporter bezahlt, der den ganzen Schmonz mit den Poths aufgeführt hat. Und an RTL hat er das dann auch noch verkauft. Verona entwickelt sich jetzt in eine sehr häusliche Richtung gerade. Ja, wir haben uns mal genau angeguckt beim Umzug ins Haus und Renovierungsarbeiten und was nicht alles. Warum ein Fernseher bei Verona und Franjo für Riesendiskussionen sorgt. Jan Wendelin hat die Poths beim Renovieren und Umziehen begleitet. Gut, jetzt fragen Sie sich vielleicht, was das ARD und ZDF so gekostet hat. Das wollten wir auch wissen, aber die Sender wollen darüber nicht reden. Man habe die üblichen Minutenpreise bezahlt, heißt es. Und das dürften so bei einem 6- und einem 9-Minuten-Film, ja, ein paar tausend Euro sein. Na, aber das ist es doch wert, dass beide öffentlich-rechtlichen Sender fast zeitgleich teilweise identische Filme über denselben schlecht inszenierten Umzug der Poths machen. Fernseher! Ich glaube, das geht nie wieder weg.